Ja, ich denke schon. Ein geistiger Anführer wird ja nicht nur geistigen Besitz haben, das wäre ein Be Hey, Süße. You're not allowed to talk to us. Ach, schade. Das wäre ein bisschen ko Ah, kaum sage ich's, eine schöne Truhe. Dürfen wir daran ein bisschen rumspielen? Du hast doch nichts dagegen, oder? Ah. Ah. So, was haben wir denn hier? Heiltränke, Mana-Tränke, gebratenes Fleisch, ein bisschen was zum Reinziehen und ein bisschen Erz, naja. Du hast nichts gesehen. Oder? You're not allowed to talk to us. Genau, das meine ich doch. Du hast nichts gesehen. Das kümmert ihn gar nicht. Wie heißt sie? Shani. Okay? Shani, ja, okay. Hey, ein Buch. Können wir das lesen? Gibt es da irgendwas zu lesen, ha? Aha. Sumpfkraut, Schleim und Achselsirup vereint mit etwas Scavenger-Kot, ja. Mallrat-Fett. Das klingt ganz nett. Und dazu noch etwas, Moment, Brot. Das stoßen wir dann zusammen und quetschen es zu Brei, trinke diesen Trank und du fühlst dich frei. Dazu noch etwas Goblinauge und noch eine rostige Schraube. Und Gott sei Dank, fertig ist der neue Trank. Das klingt ja seltsam. Was steht hier noch? Ah, bisschen hier. Also Wolfsfell. Wolfsfell und Schafsalat. Das drehen wir um 90 Grad. Geschüttelt und nicht gerührt. Und weiter. Die Stelle ist ja ausgeschwärzt. Okay, das klingt ganz interessant, was hier eigentlich so steht, aber wir haben auch noch anderes zu tun. Hier gibt's ein Trüchen. Juhu! Komm in meine flinken Finger. Finger, komm. So. Ah, Mist, wieder von vorne. Ach, verdammt. Boah! Okay, Extrakt der heilenden Kräfte. Ein bisschen Mana. Ah, fast wieder dasselbe. Na gut, warum nicht? Okay. So, einen Blick würde ich da schon noch mal reinwerfen. Was steht hier? Puderquast und Ochsenpickel. Dazu noch einen halben Nickel. Nee, komm, das wird ja langsam ekelhaft. Nee. Das ist mir selbst mir zu viel. So, hallo, Shani. Gibt's ja auch noch ein Krüchen oder so? Na komm, du hast nichts gesehen. Ach, verdammter Dietrich. Das wird ja immer komplizierter. Mana, Fleisch, Rauchen und wieder Erz. Ja, das sind immer dieselben Sachen.
Wieso packst du sie denn nicht alle in eine Truhe, mein Freund? Ah, gut, okay. Ja, die großen Reichtümer haben wir hier zwar nicht gefunden, aber was hilft, das hilft. Können wir das hier anzünden? Nein, okay. Ne, nachher zünden wir noch den Palast an hier, das wollen wir nicht. So, haben wir noch irgendwelche Eingänge, irgendwas Geheimes hier oder so? Was ist das für ein Runenzeichen? Was sind das für Zeichen? Ist das das Zeichen vom Schläfer? Interessant, interessant. Was auch noch interessant ist, ist unser Steinbrecher. Ich stehe eigentlich... Oh, es gewittert draußen. Moment, Barriere, meldest du dich schon wieder? Ja, natürlich, du musst uns deine Präsenz natürlich immer wieder aufs Auge drücken. So, ich wollte hier in den Zaubern ein bisschen was umstellen. Und zwar nehmen wir Eispfeil auf 4. Ach so, da fehlt mir noch ein bisschen was. Freundlich dem Telekinese nehmen wir mal auf 5. Scavenger verwandeln. Können wir mal auf 6 mitnehmen, so zum Spaß, wenn wir ein bisschen schneller unterwegs sein wollen. Ich glaube zumindest, dass sie schneller laufen. So, wo sind denn hier die Tränke? Hier. So. Nochmal speichern. So. Und los geht's. In die Nacht hinaus. Ach so, wir haben ja eine Karte bekommen. Schauen wir mal kurz. Wo soll das sein? Okay, wir sollen also da lang. Na, dann halten wir uns mal an die Koordinaten. So, ihr habt Feierabend hier, oder? Ah, den ganzen Tag bloß quatschen. Davon werdet ihr nicht stärker. Ja, wir sind richtig. Was ist denn hier oben? Können wir da auch hoch? Könnten wir uns vielleicht mal einen kleinen Überblick verschaffen? Ach, es tut gut. Es tut gut, wieder im Lager zu sein. Haben wir noch ein Schüsselchen Wurzelsuppe? Nein, leider nicht, aber ein Stück Brot. Das gönnen wir uns mal. Okay. Und los geht's. Oh, das hätte ins Auge gehen können. So, nehmen wir noch einen Trank. Ah, noch ein. Durch den Sumpf zu warten und zu schwimmen ist natürlich ein bisschen schwieriger, wieso das. Das Wasser. Das Wasser ist ja nicht so widerstandsstark. Irgendwas wollte ich gerade machen. Was wollte ich machen? Ja. Keine Ahnung. Fällt mir bestimmt gleich wieder ein. So, wir sind richtig, ja. Okay. Wir müssen dann seitlich an den an den Wald vorbei. Südlich halten. So, dann liegt unser Fokus jetzt auf dem Fokus. Ja. Fokussieren wir uns auf den Fokusstein. Ach, diese Meeresbrise. Und diese leichte Kühle, die der Abendwind mit sich bringt, auf unsere Haut verstreicht. So, ich bin mal gespannt. Ich glaube, ach, jetzt fängt es auch schon wieder an zu regnen. Ha, wir haben auch immer so ein Glück. Ich frage mich, ob wir mit dem Fokusstein, weil das klingt mir ganz nach Teleportieren. Ja, also im zweiten Teil weiß ich, da gab es auch eine Stelle, da sind die Fokussteine zum Teleportieren genutzt worden. Ein Varan? Hallo Varan! Oh ja, oh ja. Der Steinbrecher bricht nicht nur Steine, sondern sogar Warane.
Ja, da sind die Fokussteine zum Teleportieren benutzt worden. Und ich könnte mir hier sowas Ähnliches auch vorstellen. Und hätten wir hier die Fackel nicht an, würden wir hier gar nichts mehr sehen, glaube ich. So, wir müssen uns hier an den Wald halten. Ich schaue lieber nochmal auf die Karte, die Berion uns freundlicherweise mitgegeben hat. Aha. So, hoffen wir, dass uns hier nichts über den Weg rennt, was stärker ist als wir. Sonst, ja, stehen wir im Regen. So, Fokus. Komm, Fokus. Auf dich liegt der Fokus, mein lieber Fokus. Ich drück einen Fokus in den Lokus. Ah, wir sind richtig, oder? Ach, wir sehen hier nichts. Und bei den Regen schwitzt man ja auch immer so ungünstig. Ah. Da ist irgendwas. Ein Scavenger. Hallo? Halt die Backen! Na siehst du, geht doch. So, jetzt erstmal wieder bücken hier, um die Fackel aufzuheben. Das ist auch immer ein Aufwand. So, wir sind richtig, wir sind richtig. Ja, wir sind sogar gleich da. Ich weiß nicht mehr, was da ist. Da, das ist denn doch schon zu lange her. Leider. Was heißt leider? Das ist so in der Art, als wenn man es blind spielen würde. Man weiß es halt nicht mehr. Wo ist hier irgendwas? Irgendjemand? Irgendwas? Das müsste hier sein. Wenn nicht, gehen wir mal etwas waldeinwärts. Das müsste hier in dem Umkreis sein. Ja, wir gehen da gleich rein. Wir nehmen bloß nochmal die Außenseite hier mit. Vielleicht ist das ja etwas weiter entfernt. Auch eine ungünstige Tageszeit, die wir hier haben. Okay, das sieht mir ganz nach Plattform aus da hinten. Steht da jemand? Da steht jemand. So, natürlich müssen wir erstmal uns bücken hier. Obwohl wir dafür keinerlei Verwendung haben. Weiß ich nicht, ob es Alchemie gibt. So, wer bist du denn? Hallo. Verschwinde! Hier gibt es nichts für dich zu holen. Was? Nyras, das ist doch der verschwundene Novize. Hey! Ich bin auf der Suche nach dem Fokus. Da kommst du leider zu spät. Ich habe ihn bereits gefunden. Und ich werde ihn für mich selbst behalten. Der Schläfer sprach heute Nacht zu mir und machte mich zu seinem alleinigen Werkzeug. Nun werde nur noch ich dem Schläfer dienen. Keine Templer, keine Gurus mehr. Nur ich alleine. Stirb! Hä? Was? Ja, das war eine kurze Nummer, mein Freund. Danke für den Fokusstein. Er wollte uns umbringen. Oh. Nyras, meine Güte, was vernebelt dir deine Sinne? Ha? Alles okay mit dir? Das wird dir noch leid tun. Was? Du bleibst hier, mein Freund. Hier wird nicht abgehauen. Können wir den nicht umbringen?
Das wäre mir ganz lieb. Okay, das geht irgendwie nicht. Das ist ja seltsam. Dann klatschen wir ihn halt in die Plattform rein. Oder wir machen es ganz anders. Magie bringt um. So, dann wag's mal aufzustehen, Nyras. Gleich wird's etwas frostig. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Ja, tut mir leid, aber sowas können wir hier nicht frei rumlaufen lassen. Jemand, der geistig so vernebelt ist, dass er hier alle umbringt, die ihm entgegenkommen. Das können wir nicht gewährleisten. Was haben wir da? Eine kleine Ruine? Das schauen wir uns gleich mal an. So, können wir hier irgendwas tun? Nee. Schade. Hier noch irgendwas? Gut, schauen wir mal, ob das wirklich eine kleine Ruine ist oder so. Ja, Nyras, tut mir leid. Also er wäre weggerannt. Aber ich glaube, sowas bringt man am besten um. Dann gibt es da auch gar keine Probleme mehr. Und wer einmal weg ist, der wird wohl nicht wiederkommen. Das ist doch das Sumpflager, oder? Hier unten der Tempel? Ja, na klar. Oder? Wir versuchen hier mal uns ein bisschen runter. Und, überleben wir das? Nein! Okay. Okay, es sah ja gut aus, aber wäre auch seltsam, wenn wir uns hier überall durchglitschen und backen können. Okay, dann ist das kein Tempel, was ich dachte, sondern das Sumpflager. So, den Fokusstein haben wir. Was steht denn im Auftragsbuch darüber? Nyras hat den Verstand verloren. Er will den Fokus für sich behalten und griff mich in seinem Wahn an. Ja, schade. Vielleicht hätten wir ihn auch freundlich stimmen können. Obwohl ich das nicht so wirklich glaube. Ja, wenn jemand uns aggressiv, beziehungsweise auf einen Kampf mit uns aus ist, weiß ich nicht, ob das dann eine Wirkung hat. Ach, hier sieht man wirklich gar nichts in der Nacht. Außer den Himmel und den Mond. So, komme ich hier eventuell irgendwie... Nein. Nein. Kommen wir nicht. Okay. So, was hat es mit dem Fokusstein auf sich? Ich glaube... Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das Teleportationsmagie war, weil ich weiß noch genau, dass wir uns hier teleportieren mit Runen. Ja, da ist mir nämlich noch im Kopf, im alten Lager finden wir dann eigentlich bei die Feuermager dann später irgendwann die Rune, mit die wir uns dahin teleportieren können. Oder mit der wir uns überhaupt teleportieren können. Aber das sieht auch zu hoch aus. Aber was hat es mit den Fokussteinen auf sich? Was ist das, die Frage? Und die Antwort liegt natürlich im weiteren Verlauf des Spiels, den wir natürlich auch entdecken wollen, entdecken werden, entdecken müssen, entdecken soll. Ja. Ja, nun spring doch gegen den Baum. Dann ist alles perfekt. Nur die Fackel will auch nicht so richtig, oder? Geht mal an, mal aus, mal an, mal aus. Vielleicht sind das auch Morsezeichen. Für irgendwem. Welches aussagt, ja, hier läuft jemand, den könnt ihr erstmal erschießen hier oder so. Klatscht den einfach weg. Das Blinken geht mir auf den Sack. Okay, gut, das ging ja relativ gut von der Hand.
Ja, und das Steinbrecher ist natürlich auch eine Top-Waffe, möchte ich sagen. Nur was ich langsam nicht so gut finde, ist, dass wir hier zwei Handwaffen nirgendwo rankommen irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob das erst freigeschalten wird, wenn wir Zweihandwaffenkampf gelernt haben. Und nicht mal dieser ist freigeschalten. Das ist alles so ein bisschen verwirrend. Sehr verwirrend. So, Moment. Ich mach mal hier die Fackel an, aus. Weil das Geblinke geht mir ja wirklich langsam auf die Sumpfklöten. Ah, ich hab den Sumpf in den Schuhen, yeah. Ich singe den Sumpfblues, yeah. Na, Harlock, du stampfst aber noch bis mitten in die Nacht hinein. Das nenne ich doch mal Arbeitsmoral. Meine Güte, ich will eine Zweihandwaffe haben. Ach, wir kommen immer so spät hier an alles. Wir nehmen einfach meinen Richtstab, Herrscherstab, weil er so gut aussieht. So, laufen wir hier richtig? Laufen wir hier richtig? Ja, ich glaube schon. Hier ist aber auch keiner, oder? Alles leer. Alles total leer. Wir nehmen uns mal die Gebietskarte vor. Und sehen nicht, wo wir sind. Das ist sehr praktisch bei solcher Karte. So, wir legen uns mal wieder hin. Sonst finden wir hier wahrscheinlich erst in ein paar Wochen wieder heraus, beziehungsweise zum Tempel. So. Na, das geht auch schon viel besser. So, da geht's zum Wald. Hier sind wir auf jeden Fall schon mal falsch. So, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Iberion nicht Schöneres da in seinem Tempel hätte. Er hat ja da nur Krempel im Tempel. Ja? Das ist nicht so schön. Aber dafür wahrscheinlich geistig sehr reich. So, hast du uns noch irgendwas zu sagen, Baal Tondral? Erwache. Ja, danke. Nein. Okay. Gut. Also langsam glaube ich, dann holt man nochmal die Übersicht hier, dass wir den Einhandkampf erst höher bringen müssen, um Zweihandkampf lernen zu können. Ja. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Da ich hier vorproduziere, zum Großteil, kann ich auch nicht auf irgendwelche Kommentare eingehen. Erstmal abwarten. Daher ist es irgendwie, ja, überflüssig zu sagen, hey, schreibt in die Kommentare. So. Okay. Ja, kniet alle nieder. Kniet nieder vor mir. Denn ich bin euer neuer Held. Ha. Ach, in so einer billigen Novizenrüstung natürlich. Das ist, So, Iberion, wir sind da, wir sind da. Keine Panik, keine Panik. Panik, Panik mit P, wie Penner. So, da sind wir wieder. Erwache. Ja, danke. Ich habe den Fokus gefunden. Hervorragend. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Bring nun den Fokus zu Kor'Kalom. Er wird wissen, was zu tun ist. Der Novize Nyras hat den Verstand verloren. Er faselte davon, dass der Schläfer zu ihm gesprochen habe und ihn als einzigen Diener auserwählte. Dann griff er mich sogar an und wollte mich töten. Die Macht des Schläfers ist so gewaltig, dass sie unvorbereitete Seelen in Verwirrung stürzen kann. Nur wir Gurus haben durch jahrelanges Meditieren
die seelische Stärke gewonnen, die Stimme des allmächtigen Schläfers zu ertragen. Ja. Na, ich hab ihn ja erlöst. Also, das ist es nicht. Und ich steig mal hier auf deinen Tisch. Dann kannst du mich ein bisschen bewundern, oder? Hier, das bin ich von vorne. Hier von der Seite? Ja, ein bisschen hier so, ein bisschen da so. Was sagst du zu meinem Herrscherstab? Der sieht gut aus, hä? Der sieht gut aus, hä? Ich bin voll modebewusst. Obwohl ich auch gerne deine Robe hätte. Und hey, Natalia, dir fallen da gleich oben ein bisschen was raus, wenn du nicht aufpasst. Naja, sie ignoriert mich. Irgendwann sitzen wir hier und lassen uns Luft zufächeln. So, ab zu Kohl Kalom. Wer wird wissen, was zu tun ist? Das denke ich zumindest. Ach, ich will auch Templer sein. Will Templer sein. Hä? Ihr denkt, ihr seid cool, hä? Nur weil ihr so eine Templerrüstung habt, hä? Schulterpolster, hä? Schöne Armpolster, hä? Und so ein bisschen coolen Rock, hä? Und eine geile Waffe, hä? 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 Ich will auch. Menno. Ich höre nicht mehr auf das Ge- Ja. So, Kor Kalom. Ja, nicht wundern. Ich stolper des Öfteren hier mal durch die Gegend. Okay, Kor Kalom. Dann haben wir jetzt das so ein bisschen ins Rollen gebracht, glaube ich. Und dann dürfte demnächst auch irgendwas mit der Mine kommen. Glaube ich. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube. So. Ich dachte schon, wir fallen wieder hier runter. Wo war das jetzt nochmal? Das war hier hinten, oder? Ja, das muss hier irgendwo gewesen sein. Kalom! Kalom! Kor Kalom! Hä? Wenn du meinst. Wo war denn das? Das passiert mir nicht nochmal. Ach, da hinten! Da hinten war das! Ach, wozu Leitern benutzen, wenn wir runterfallen? So. Liegen wir zwar im Dreck, aber wir stehen wieder auf. Ich trinke mal lieber was. Sonst stehen wir vielleicht nicht mehr auf. Didin, 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 didin. So. Den Fokus auf den Fokus haben wir jetzt gemacht. Und ich bin mal gespannt, ob Kor Kalom uns irgendwas dazu erzählen kann. Irgendwie, was es damit auf sich hat, was wir damit tun sollen, wozu der da ist und so weiter. Aber er ist ja immer so beschäftigt, dass er ja, kaum redet eigentlich. Naja. So, da bin ich. Herr Wache! Ja. Was willst du? Danke. Ich habe das Kraut abgeliefert. Gut. Mach dich anderweitig nützlich. Kraut abgeliefert? Hatten wir das noch nicht abgegeben? Okay. Iberion schickt mich. Ich habe den Fokus. Ah, der Fokus. Jetzt kann ich mich endlich den Studien über die Magie dieser Artefakte widmen. Wenn ich nur ausreichend Sekret hätte. Verflucht. Sekret? Ja, wie du sicher schon weißt, stelle ich die Elixiere für die Anrufung des Schläfers her. Ich benutze dafür das Sekret aus den Zangen der Mindcrawler. Du weißt doch, was Mindcrawler sind. Kann schon sein. Ja. Ausgezeichnet. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht. Erzähl weiter. Also, ich hatte vor kurzem eine Vision vom Schläfer persönlich. Er gab mir ein Zeichen. Er gab mir zu verstehen, dass es ein anderes Mittel gibt, als das Sekret der Zangen. Und er wählte mich, diese Mission weiterzugeben. Du bekommst diese Mission nicht von mir. Du bekommst sie vom Schläfer. Nicht möglich. Schweig, Narr!
Er gab mir zu verstehen, dass mein Weg richtig ist, nur dass das Mittel nicht stark genug sei. Das bedeutet, das Mittel, was wir suchen, finden wir bei den Minecrawlern. Nur die Zangen sind nicht ausreichend. Es muss etwas anderes geben. Habt ihr die Minecrawler nie untersucht? Ich meine, vielleicht gibt es ein anderes Körperteil, das mehr von dem Sekret enthält. Natürlich haben wir schon einige Minecrawler seziert, aber nur ihre Zangen scheinen das Sekret zu enthalten. Es muss etwas anderes geben. Finde ihr Nest und du findest die Antwort. Ja, so ganz nebenbei mal kriegen wir hier in Anführungsstrichen, beziehungsweise fett unterstrichen, den Auftrag vom Schläfer höchstpersönlich und wir sollen mal so nebenbei mal so das Nest finden, so als ob das so ganz alltäglich wäre. Hä? Iberion sagt mir, du würdest mich entlohnen, wenn ich dir den Fokus bringe. Tatsächlich? Hat er das gesagt? Nun gut. Ich denke, 50 Erz sollten reichen. Dazu sage ich jetzt gar nichts. Wo finde ich die Minecrawler? In der alten Mine. Wie kämpfe ich am besten gegen die Minecrawler? In der Mine sind Templer. Sie jagen die Crawler wegen ihrer Zangen. Wende dich an Gor Navid. Er wird dir helfen. Okay, okay. Wie soll ich in der Mine das Nest finden? Das ist der schwierige Teil der Mission. Ich kann dir weder sagen, wo noch was du suchen musst. Aber der Schläfer wird bei dir sein. Na, dann bin ich ja beruhigt. Ja, ja. So, ich glaube, das wird bestimmt eine finstere Suche und blutiges Abenteuer. Ich glaube, blutiges Abenteuer, dass wir da Tränke kriegen und bei finsterer Suche irgendwie Licht oder so ein Kram. Tränke haben wir genug, wir sagen mal das hier. Das wird bestimmt eine finstere Suche. Nimm diese Spruchrollen des Lichts. Du wirst sie in den dunklen Stollen gut gebrauchen können. Die Templer in den Minen werden dir helfen. Möge der Schläfer dir Kraft schenken. Möge sein Licht auf deinem Weg leuchten, deinen Geist erhellen und deinen Willen festigen. Ja. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Jetzt haben wir irgendwelche verkackte Schriftrollen bekommen. Herr Wache! Ja, danke. Was willst du? Ja, das wollte ich gar nicht. Wir sehen uns. Irgendwelche verkackte Schriftrollen bekommen, die wir gar nicht brauchen. Wo wir eventuell nur riskieren, dass das Spiel crasht. Das, das ist nett. 50 Erz Belohnung für solchen Aufwand und ein paar billige Pisslicht-Schriftrollen. Will er uns verarschen? Ich glaube, er will uns verarschen.